Hello, hello, hello. Good morning. Kalimera. Ah, wir lassen es doch hier mal ein bisschen funkeln. Ein bisschen Universumsglitzer. Ach, wie schön. Das sind ja schon tolle Dinge, was man da alles so anstellen kann heute mit unserer Technik. So, wenn ich hier draufklicke, bin ich dann trotzdem noch live. Genau. Ich habe es mir hier gerade auf unserem Balkon mal ein bisschen gemütlich gemacht, im Schatten. Und dachte, ich komme mal live. Und vielleicht bist du ja neugierig geworden. Allein schon durch den Titel hier. Über die Gefahr, in Anführungsstrichen. Von Kartenlegen, von Tarot, von Palmblattlesen, Zukunftsdeutungen, was auch immer. Ist ja nicht so, dass ich das alles schon gemacht habe. Also ich war auch schon in der Palmblattbibliothek, Karten legen. Ich ziehe auch heute immer noch gerne zwischendurch mal so eine Tarotkarte und deute das. Also das Büchlein, das lege ich meist zur Seite. Manchmal gucke ich auch rein, was so die Bedeutung seitens des Autors oder der Autorin ist. Aber meist folge ich dann meiner Intuition. Also mit anderen Worten, ich liebe nach wie vor solche Dinge. Und warum spreche ich hier von Gefahr in Anführungsstrichen? Was hole ich so als Beispiel? Also zum einen, wann machen wir solche Dinge? Wann kommen wir auf die Idee, zur Kartenlegerin zu gehen, den Pendel zu befragen oder sowas? Also das mit der Palmblattbibliothek ist bei mir so zufällig entstanden. Ich war gerade auf Bali, wusste gar nicht, dass es dort eine Palmblattbibliothek gibt. Dachte bis dato, das gibt es nur in Indien und da ist ein Termin frei geworden. Das hat man mir so erzählt. Da habe ich ganz spontan, ohne drüber nachzudenken, gesagt, der Termin ist mein. Ich fand das auch total interessant und war auch so ein bisschen demütig und ja, schon fast ehrfürchtig. Habe auch so eine Einweihung da noch bekommen. Das hat schon viel mit mir gemacht und da war auch ganz, ganz viel Interessantes aus meinem früheren Leben, aus dem zukünftigen Leben dabei und auch vor allem zum jetzigen Leben. Aber wann machen wir es, sowas wie zur Kartenlegerin zu gehen oder Karten sich selbst zu legen oder legen zu lassen? Wenn du ganz ehrlich zu dir bist, dann kommst du nur dann auf die Idee, sowas zu machen, wenn es Bereiche in deinem Leben gibt, die gerade nicht so rund laufen, wie du es gerne hättest. Weil wenn alles heikel Sonnenschein ist, da kommen wir ja eher nicht auf die Idee, solche Dinge zu machen, ja? Einschließlich mir selbst. Also ich komme auch eher so auf die Idee, hier Schrank aufzumachen und ein Kartenset rauszuholen und da eine Karte zu ziehen zur Inspiration. Wenn Entscheidungen anstehen, wenn irgendetwas ist, wo ich denke, ah, Universum, ich habe es noch nicht ganz verstanden, gib mir mal noch einen klareren Hinweis und es kommt so der Impuls, dann zieh mal eine Karte, ja? Oder schlag mal irgendein Buch auf, einfach so spontan und lese da, was du gerade aufgeschlagen hast. Und dann steckt da auch oftmals die Botschaft drin. So, jetzt zu dem Thema Gefahr dahinter. Was meine ich damit? Das Ding ist, Beispiel, du gehst zur, holen wir jetzt einfach mal ein simples Beispiel, du gehst zur Kartenlegerin und die sagt dir im Riesenerfolg voraus, weil du das gerade aus deinen Karten liest, mit deinem Seelenplan. Ich beziehe es jetzt mal auf den Seelenplan, also auf deine Mission, auf den wahren Sinn deines Daseins hier. Weil du bist ja hier in der Gruppe, weil du auf der Suche bist nach dem Sinn deines Daseins, nach deinem Seelenplan, weil es einfach da Bereiche noch gibt, die noch nicht so sind in deinem Leben, wie du es gerne hättest. Du wüsstest wahrscheinlich gerne, wie du auch dem Ruf deiner Seele wirklich so folgst, also auch deinen Seelenberuf daraus kreierst, was nicht unbedingt heißen muss, dass du dich damit auch selbstständig machen musst. Aber ich vermute mal, du bist schon so ein bisschen freiheitsliebend und würdest schon gerne, aber Existenzängste, das liebe Thema Geld, vielleicht bist du ja auch nebenberuflich schon selbstständig und
es läuft nicht so rund alles, dass du sagen kannst, yes, ich habe so eine Freude, wenn ich auf meine Konten schaue. Die sind immer mehr als überfüllt. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Beispiel. Die Kartenlegerin sagt dir einen Riesenerfolg in diesem Leben voraus, mit deinem Seelenplan, mit deinem Grund deines Daseins und dass du den entdeckst und lebst und keine Ahnung was. Und da kommt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt hinzu. Das ist eine wunderbare Rückenstärkung. Eine wunderbare Rückenstärkung. Wenn ich an mein Palmblattlesen zurückdenke, was der mir alles gesagt hat, hier mit meiner Akademie und so weiter, wovon er ja gar nichts wissen konnte, weil habe ich ja gar nichts von erzählt. Das ist bis heute eine geniale Rückenstärkung für mich, immer noch. Denke ich oftmals auch noch zurück. Wir sind aber, und das meine ich mit Gefahr, wir sind immer noch in einem Tuniversum. Wir dürfen immer noch was dafür tun. Das heißt, sich dann einfach zurückzulehnen. Ja, die Kartenlegerin hat gesagt, ich habe einen Riesenerfolg. Oder der Brahmane hat gesagt, ich habe damit einen Riesenerfolg und alles gut. Und keine Ahnung, was auch immer. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen. Und ich lehne mich einfach nur zurück, hock auf der Couch und singe Om, was ich im Übrigen auch sehr gerne mache. Aber damit ist es einfach nicht getan. Wir dürfen dann letzten Endes auch, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den Impulsen folgen, die das Universum uns dann schickt, Dinge tun, also erstmal beginnen, anders zu denken als bisher, anders zu fühlen als bisher, was ja erst ist der Gedanke da, dann kommt das Gefühl dazu und dann kommt das Handeln. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das dürfen wir einfach ändern. Anders denken, anders fühlen, anders handeln und nur dann können wir auch andere Ergebnisse erzielen. Das meine ich so mit Gefahr von solchen Dingen. Wie gesagt, wunderbare Rückenstärkung. Ich greife auch immer noch gerne auf solche Dinge zurück. Nur mit dem Zurücklehnen und ja, Universum, jetzt liefer doch mal bitte. Lass mal alles vom Himmel regnen. Das vom Himmel regnen, wie jetzt hier ich diesen Filter eingestellt habe, mit Universumsglitzer. Sieh das als Impulsen, als Hinweise vom Universum, von deiner Seele, von deinem Herzen, von deinem höheren Selbst, wo das Universum dir ständig Botschaften schickt. So, jetzt geht es darum, da den nächsten Schritt zu machen. Jetzt geht es darum, dass du dir dieses Coaching jetzt endlich leistest, um dir diese Dinge noch anzueignen, um die Klarheit zu bekommen zu deinem Seelenplan. Jetzt geht es darum, dass du auch da den nächsten Schritt gehst, dass du mal ganz genau weißt, wie du daraus deinen Seelenberuf erschaffst. Jetzt geht es darum, zum Beispiel, dass du auch mal deine Geldglaubenssätze wirklich mal transformierst, dass du dir auch erlaubst, Kunden und Geld zu empfangen. Oder dass du dich überhaupt mal der Geldenergie öffnest. Das Geld muss ja nicht unbedingt über Kunden, über dein künftiges Klientel reinkommen, sondern du darfst dich ja auch mehreren Geldquellen öffnen, wobei du letzten Endes selbst die Geldquelle bist. Du darfst dich nur dem Ganzen öffnen. Oder es kommt so ein Aspekt, so ein Impuls, was total unlogisch klingt. Zunächst mal Beispiel, du bist irgendwas am Machen und dann kommt so der Impuls. Jetzt gehst du mal heute um die Ecke zu dem Bäcker, der deine Brötchen kaufen. Und dann kommt so der Gedanke, was, dort? Da war ich doch schon ewig, nimmer gehe ich doch nie hin. Echt jetzt? Ja, geh da hin. Und du folgst diesem Impuls. Und bestimmt hast du solche Erfahrungen auch schon gemacht. Du fragst dich noch unterwegs, warum gehe ich jetzt eigentlich zu dem Bäcker? Und dort schnappst du irgendwie von der Verkäuferin etwas auf, was dich so den nächsten Schritt wieder gehen lässt. Oder du triffst eine Person, lernst jemanden kennen, die ja total wichtig ist jetzt auch für deinen nächsten Schritt oder was auch immer. Wenn du mal das so wirken lässt, du findest bestimmt ganz viele Beispiele, wo du dich bis eben unbewusst da hast schon lenken lassen und ganz, ganz wertvolle Impulse bekommen hast. Und was wäre, wenn deine einzige Aufgabe im Grunde genommen immer nur wäre, ja zu sagen? Kommt ein Impuls, okay, fühlt sich unangenehm an,
ist es jetzt wirklich der nächste Schritt? Universum, gib mir noch mal bitte ein klares Zeichen. Und dann fährt ein LKW vorbei, da steht groß Ja drauf, keine Ahnung, was auch immer. Also auf unterschiedlichste Art und Weise kommuniziert das Universum mit uns. Und du denkst, okay, ist unbequem, aber ich gehe den nächsten Schritt. Weil was sind so diese Dinge, wo viele so den Fehler machen, die Schranke zu lassen, weil es sich einfach unbequem anfühlt, wenn es darum geht, ja, in sich auch nochmal zu investieren, wenn es darum geht, out of the box zu gehen, also wirklich anders zu denken, zu handeln, zu fühlen, weil nur damit sendest du ja auch andere Dinge ans universelle Feld. Und das fühlt sich für unser Stammhirn einfach ungewohnt an. Und das gilt es auch zu erkennen. Also wirklich diesen Impulsen zu folgen, die in dein Mind kommen, in dein Bewusstsein, und das dann auch umzusetzen. Und dann öffnet sich eine Tür nach der anderen und du wirst staunen, was für sensationelle Ergebnisse du dann auch im Leben siehst und denkst, wow, hätte ich doch das nur mal schon früher umgesetzt. Da spreche ich jetzt aus meinem früheren Leben. Wenn ich das, was ich jetzt die letzten Jahre mehr und mehr wirklich umgesetzt habe, und es ist ja nicht so, dass bei mir Ende ist, ich entwickle mich ja auch immer noch weiter, wäre ja auch fatal, wenn ich stehen bleiben würde, ein Baum aufhört zu wachsen, ist er tot. Wenn ich die Dinge, die ich vor 20 Jahren, als ich mich auf diesen Weg gemacht habe und vor 18 Jahren, als ich auch die mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst damals gegründet hatte mit klassischen Praxisräumen und so, wenn ich das damals schon so umgesetzt hätte, wie ich es inzwischen umsetze, da wäre ich ja auch viel rascher vorangekommen. Also mit anderen Worten, ich weiß sehr gut, wie es ist, wenn man auch Dinge weiß, aber man setzt es nicht um. Ich will auch damit sagen, ich setze bis heute auch nicht alles so um, wie ich es umsetzen könnte, weil da manchmal auch noch so ein bisschen, oh, es wird jetzt total unbequem, ah, jetzt kann ich mich mal noch ein bisschen ausruhen, kann ich mal noch ein bisschen hier in meiner Komfortzone es mir kuschelig machen. Aber dann bin ich immer wieder achtsam und spüre nochmal nach und hey, Universum, ist das jetzt wirklich an der Reihe? Und wenn dann Ja kommt, dann gehe ich auch. Wenn ich dann weiß und spüre, es wird unbequem, und dann gehe ich auch. Das ist mit der Grund, warum ich gerade auch die letzten Jahre immer rascher andere Ergebnisse erzielt habe, immer schneller so vorangekommen bin, auch so nach dem Motto, kaum denke ich an etwas Schönes, schon wird es zur gelebten Realität. Auch Auswandern, das hat sich total unbequem für mich angefühlt. Und als dann diese besondere Situation noch aufkam, vor 2,5 Jahren, inzwischen sind es ja schon fast 3, da hat mein Kopf natürlich auch rebelliert. Aber der Impuls, irgendwo zu leben, wo es warm ist, wo es sonnig ist und so weiter, der war ja schon lange vorher da. Und da hatte ich auch die Wahl, gehe ich wieder zurück, also in mein Schneckenhaus, oder Universum, ist das jetzt wirklich der Weg? Ja. Okay, ist verdammt unbequem jetzt, fühlt sich total unangenehm an, aber let's go. Ich weiß, liebes Leben, liebes Universum, du bist immer an meiner Seite. Ist ein wichtiger Satz, den ich dir da auch gerne mitgebe. Es wird hier gerade ein Bus vorbei. Genau, also, Tagesimpuls für dich. Unterm Strich, anders denken, anders fühlen, anders handeln, dann kannst du auch andere Resultate in deinem Leben erzielen. Und all das, was du bis eben vielleicht schon mit Tarotkarten und keine Ahnung, was auch immer du gemacht hast, schon an Erkenntnissen bekommen hast, sieh es als Rückenstärkung und wisse, wir sind in einem Universum. Du darfst auch immer noch was dafür tun, jeder von uns. Was aber nicht heißt, total in der männlichen Energie zu sein und noch mehr machen, noch mehr machen, noch mehr machen, sondern tun und empfangen, empfangen und tun, also das auch im Gleichgewicht zu haben. Okay? Und, du hörst jetzt wahrscheinlich zum allerersten Mal auch, du kannst in den Futures gucken, da gibt es einen Link zu einer Seite, wo du auch verschiedene Angebote findest,
wie ich dich oder auch mein Team und ich dich begleiten können, um ja, rascher voranzukommen, dass du auch schneller andere Resultate erzielst, wenn du das möchtest. Ist eine Wahl. Schau in den Futures, schau es dir auf der Seite an. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann im internen Bereich in der Akademie. Ich freue mich. Ciao, ciao.